Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich heute Abend hier in der Bibliothek des Konservatismus zu unserem Vortrag Konservativ sein im 21. Jahrhundert, Recht oder Pflicht. Unter dem ich den Titel nenne, begrüße ich selbstverständlich auch ganz herzlich den Referenten des heutigen Abends. Es ist Professor Dr. Peter Graf Kiemannseck aus Mannheim. Ich heiße Sie ganz herzlich hier in unserer Mitte willkommen, freue mich und bin dankbar, dass Sie den weiten Weg von Mannheim, es ist ja doch nicht ganz um die Ecke, auf sich genommen haben, um hier heute Abend zu uns zu sprechen. Herzlich willkommen. Peter Graf Kiemannseck spricht bei uns in der Reihe Konservativ heute und ist damit einstweilen der dritte Referent in dieser Reihe nach Sir Roger Scruton im Mai und dem Leidener Rechtsphilosophen Andreas Kinneging im Sommer dieses Jahres. Konservativ sein im 21. Jahrhundert, Recht oder Pflicht? Lieber Herr Professor Kiemannseck, um ein offenes Wort zu sprechen, wir bemühen uns in dieser Bibliothek unter anderem darum, dass man sein Recht wahrnehmen kann, konservativ zu sein, daran es zu einer Pflicht zu erheben, würden wir hier nicht im Entferntesten denken. Ich erhoffe mir also heute Abend wertvolle Impulse auch für unsere künftige Arbeit. Ich darf noch einige Worte zu Ihnen verlieren. Professor Kiemannseck wurde geboren 1937 und studierte Rechtswissenschaften und Geschichte in Bonn, Kiel und Tübingen. 1964 erfolgte die Promotion an der Universität Bonn. 1971 dann die Habilitation an der TU Darmstadt, unter anderem bei Eugen Kogon. Anschließend wurde Peter Graf Kiemannseck auf die Professur für Politikwissenschaft an der Universität zu Köln berufen, ab 1985 dann bis zu seiner Emeritierung im Jahre 2002 lehrte Graf Kiemannseck als Professor für politische Wissenschaften an der Universität Mannheim. Professor Kiemannseck hat zahlreiche Bücher vorgelegt, unter anderem 2000 nach der Katastrophe eine Geschichte des geteilten Deutschland sowie 2015 Wohin des Wegs Europa, Beiträge zu einer überfälligen Debatte. Lieber Professor Kiemannseck, ich freue mich, dass Sie da sind und bitte Sie nunmehr ums Wort. Guten Abend, meine Damen und Herren, und vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Am Ende, hoffe ich, sehen Sie ein wenig klarer, was es mit Recht und was es mit Pflicht möglicherweise auf sich hat. Vor ein paar Monaten erschien ein schmales Buch mit dem Untertitel Bekenntnisse eines Konservativen. Einige von Ihnen werden es vielleicht kennen. Und darüber stand als Haupttitel ein einziges Wort: heimatlos. Warum ist ein Konservativer im gegebenen Fall, man liest es ein wenig überrascht, Ulrich Greiner, lange Jahre Chef des Feuilletons der Zeit, warum ist ein Konservativer heimatlos? Und warum ist der Konservatismus als geistige wie als politische Haltung heimatlos? Zwei Antworten bieten sich an. Der Konservative, der sich so nennt, ist hierzulande heimatlos, weil er alsbald unter einen a priorischen Verdacht gestellt wird. Er gehöre nicht zur Familie der guten Demokraten, habe seinen Frieden mit den Werten, auf die der demokratische Verfassungsstaat sich gründet, noch immer nicht gemacht. Er sei noch nicht wirklich angekommen in der Welt des Grundgesetzes. Heimatlos ist der Konservatismus aber auch in einem allgemeineren, tieferen Sinne. Er weiß selbst nicht recht, wie er sich in und gegenüber der Welt, in der er sich findet, verorten soll. Er mag sie nicht sonderlich, er hat seine Vorbehalte, weiß aber andererseits, dass es unsinnig wäre, sich einfach gegen sie zu stellen. Gegen den medizinischen Fortschritt, um ein beliebiges Beispiel zu nennen, oder den Rechtsstaat. Ganz unsicher ist der Konservatismus gegenüber der Zukunft. Er blickt ihr mit Sorge entgegen, nicht voller Hoffnung. Geht dieser Zukunft, muss man
also folgern, anders als andere politische Weltanschauungen, ziellos entgegen. Heimatlos ist, so scheint es, ein ganz gutes Stichwort für den Anfang. Dass der Konservative sich als unbeheimatet draußen stehend wahrnehmen muss, hat sogar viel mit der Last der Geschichte zu tun, die der politische Konservatismus des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ihm aufbürdet. Sich dieser Last bewusst zu sein, ist die wichtigste Voraussetzung für ein redliches Nachdenken über Konservatismus im 21. Jahrhundert. Tatsächlich hat sich der Konservatismus des 19. Jahrhunderts mit seinem Nein zur Französischen Revolution vehement dem demokratischen Umbruch entgegengestellt, der allen Menschen gleiche politische Rechte versprach, dem gesellschaftlichen Wandel, der das hierarchische Gefüge der ständischen Gesellschaft aufbrach und Chancen der Mobilität eröffnete, auch der industriellen Revolution, die, wenn auch über den Umweg proletarischen Massenelends, zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte die Aussicht auf die Überwindung der Armut eröffnete. War der argumentierende Konservatismus des 19. Jahrhunderts, so muss man folglich fragen, etwas anderes als die intellektuelle Einkleidung der Verteidigung von Privilegien, die die Dynamik der Moderne aus dem Weg räumte? Ein bedrückendes Beispiel für diesen privilegienverteidigenden Konservatismus aus der deutschen Geschichte ist etwa der starkköpfige Widerstand der preußischen Konservativen gegen die Reform des Dreiklassenwahlrechts bis in die Endphase des Ersten Weltkrieges hinein. Und ist es dann im 20. Jahrhundert, jedenfalls in einigen Ländern, Deutschland an vorderster Stelle, nicht zu dem konservativen Sündenfall schlechthin gekommen? Der Konservatismus verkaufte seine Seele an den Teufel, ohne übrigens, wie sich rasch erweisen sollte, irgendetwas dafür zu bekommen. Für den deutschen politischen Konservatismus im Besonderen gilt, dass er durch seine Mitwirkung an der Zerstörung der Weimarer Republik und als Steigbügelhalter für Hitler nach 1945 zutiefst diskreditiert war. Dieses verhängnisvolle Bündnis ist es ja, dass es der Linken so leicht macht, mit der Formel gegen rechts zu agitieren, ohne auch nur andeutungsweise zwischen rechts und rechtsextrem zu unterscheiden. So kritisch der Befund beim Blick auf das 19. und die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts aber auch sein mag, wer hier abbricht, bricht zu früh ab. Die Einsicht, dass der Konservatismus lange Zeit vor allem eine Doktrin und eine Praxis der Verteidigung von Privilegien war, die die Dynamik der Moderne mit guten Gründen in Frage stellte, ein handfester Interessenkonservatismus, sollte uns nicht blind machen für das, was ich die Doppelgesichtigkeit der Moderne nennen möchte, die Ambivalenz des Fortschrittes, nicht blind für die Notwendigkeit, diese Ambivalenz auf den Begriff zu bringen und sich mit ihr auseinanderzusetzen. Worum geht es? Der Konservatismus ist eine Antwort. Das ist ein plausibler Ausgangspunkt. Aber eine Antwort worauf? Die landläufige Antwort lautet auf die Französische Revolution. Keine Frage, das politische Säkularereignis der Französischen Revolution hat die Welt verändert. Aber die Revolution der Jahre 1789 folgende war doch nur einer der Kulminationspunkte einer ganzen Epoche, eines welthistorischen Prozesses von einzigartiger Dynamik. Wir nennen diese Epoche oder besser diesen Prozess, denn er ist ja unabgeschlossen,
die Moderne. Sein konstitutives Prinzip ist Bewegung, Veränderung. Er wird letztlich angetrieben, dieser Prozess, von der Vision einer Neuschaffung der Welt aus dem Geist des Menschen. Mit der Moderne ist, so kann man es pathetisch sagen, die Menschheit in ihr prometheisches Zeitalter eingetreten. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte steht der Mensch mit allen seinen Lebensverhältnissen von den innersten bis zu den äußerlichsten für sich selbst zur Disposition. Und er setzt in dem Maße, in dem er sich diese Macht über die Verhältnisse Schritt für Schritt aneignet, einen Prozess des Wandels in Gang, der nicht mehr zum Stillstand kommt, immer weiter ausgreift, in immer atemberaubenderem Tempo abläuft. Wie sehr dieser Prozess in wenigen Jahrhunderten die Welt tatsächlich umgeschaffen hat, kommt am pointiertesten vielleicht darin zum Ausdruck, dass die Geologen, die bekanntlich in Zeiträumen von Jahrmillionen denken, inzwischen darüber diskutieren, ob wir nicht in ein neues erdgeschichtliches Zeitalter eingetreten seien, in das Anthropozän, das Zeitalter der vom Menschen umgestalteten Welt. Die Motoren, die diese Revolution, die der Epoche ihre ungeheure Dynamik verleihen, sind in drei Stichworte gefasst: die Wissensrevolution, das heißt die ständig fortschreitende Entschlüsselung der Welt durch die moderne Wissenschaft samt der Entwicklung der aus diesem Wissen entspringenden Könnens in Gestalt der Technik. Die industrielle Revolution in ihrer ungeheuer produktiven Symbiose mit der kapitalistischen Wirtschaftsweise und die emanzipatorische Revolution, deren Kern ist die in die Weltformel der französischen Revolution Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit gefasste Idee der Menschenrechte, die die vorgefundenen politischen und gesellschaftlichen Ordnungen aus den Angeln hebt. Alle drei Revolutionen, die Wissensrevolution, die industrielle Revolution, die emanzipatorische Revolution, schreiten mit unverminderter, ja gesteigerter Geschwindigkeit und Kraft fort. Das gilt für die wissenschaftliche Revolution, für die es ihrer Natur nach kein Ziel gibt, an dem sie zum Stillstand kommen könnte. Es gilt für die industrielle Revolution, die in dem, was man ihre jüngste Nachfolgerevolution nennen könnte, in der digitalen Revolution nämlich, noch einmal eine uns schwindeln machende Beschleunigung erfahren hat. Und es gilt für die emanzipatorische oder demokratische Revolution, deren Weltwirkung einstweilen zwar nicht darin besteht, dass sie allerorten stabile Demokratien hervorgebracht hätte, wohl aber darin, dass die Fundamente nicht demokratischer Herrschaft überall erodieren. Dass eine solche Dynamik unablässiger, grundstürzender Veränderung, die alles ergreift und deren Ziel nicht absehbar ist, auch Kräfte der Beharrung freisetzt, ist nicht wirklich überraschend. Wie könnte es anders sein? Konservatismus lässt sich aus dieser historischen Perspektive als die von der ungeheuren Dynamik der Moderne herausgeforderte Antwort reflektierend und handelnd auf eben diese Dynamik verstehen. Konservatismus antwortet auf die Moderne mit der Frage, ob der Mensch diesen Prozess auf die Dauer gewachsen sein wird. Genauer, er zweifelt daran, dass der Mensch diesem Prozess auf die Dauer gewachsen sein wird. Er vermutet, dass die Permanenz der Weltveränderung, die den Menschen keine Ruhe lässt, die wachsende Geschwindigkeit der Weltveränderung, die den Menschen zu ununterbrochener Anpassung an Verhältnisse zwingt, die ihm fremd geworden sind,
die Tiefe der Weltveränderung, die ins immer Elementarere führt, den vermeintlichen Herrn dieser Dynamik, eben den Menschen, schließlich überfordern wird. Er vermutet auch, dass die Illusion der Beherrschbarkeit der Welt, ihrer grenzenlosen Gestaltbarkeit einerseits zu unerfüllbaren Erwartungen führen wird, andererseits aber auch zu gefährlichen Menschheitsprojekten, die scheitern müssen. Zudem beobachtet er nicht ohne Sorge, dass die Vorstellung von der vollständigen Verfügbarkeit der Welt offenbar eine radikale Diesseitigkeit der Weltsicht, ein radikal immanentes Weltverständnis zur Folge hat. Mit dieser ersten, noch sehr allgemeinen, sehr abstrakten Bestimmung des Konservatismus als einer Haltung der skeptischen, sorgenvollen Begleitung des Prozesses der Moderne sind wir wieder bei dem gleich eingangs eingeführten Gedanken der Ambivalenz der Moderne angelangt. Der Konservative ist sich ihrer, dieser Ambivalenz, schärfer bewusst als andere Zeitgenossen. Er weiß, dass das Projekt der Moderne einen Preis kostet. Das 20. Jahrhundert könnte als das Jahrhundert in die Geschichte eingehen, das erste dramatische Lektionen über diesen Preis erteilt hat. Im Jahr 2017 liegt es nahe, die Folgen der russischen Oktoberrevolution des Jahres 1917, die ungeheure Summe der in ihrem Gefolge im Namen des Fortschritts verübten Verbrechen als eine dieser Lektionen zu benennen. Aber das versage ich mir und verweise stattdessen lieber auf die Lektion, in der inzwischen die ganze Menschheit die Doppelgesichtigkeit der Dynamik der Moderne exemplarisch erfährt. Unsere in der industriellen Revolution wurzelnde Wirtschaftsweise vermag Armut und Mühsal des Lebens, die in der vorindustriellen Welt als schicksalsgegeben hingenommen wurden, zu überwinden. Und hat das in den Wohlstandsregionen der Welt in den letzten 100 Jahren ja auch sehr eindrucksvoll getan. Aber sie treibt dabei mit allen natürlichen Ressourcen dieses Planeten, Luft, Wasser, Land, Meer, Bodenschätzen, Tropenwald und so fort, einen zerstörerischen Raubbau. Sie können die Aufzählung lange fortsetzen. Dabei spielt das dramatische Wachstum der Weltbevölkerung, in dem jene Doppelgesichtigkeit der Dynamik der Moderne wiederum auf eine eigene Weise in Erscheinung tritt, eine Schlüsselrolle. Es sind die Errungenschaften der Moderne, die die demografische Entwicklung bestimmen. Und es ist die demografische Entwicklung, nun vor allem in den Armutsregionen der Welt, die das ihre zum Raubbau an unserem Planeten beiträgt. Die ökologische Krise, die im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts mit geradezu verstörender Dringlichkeit in das Bewusstsein der Menschheit trat, hätte Geburtshelferin eines neuen Konservatismus werden können. Sie ist es nicht geworden. Die ökologische Bewegung hat sich in ihren politisch-gesellschaftlichen Formationen nach links gewandt, obwohl doch Bewahrung ihr Programm ist. Warum das so kam, ist eine Frage, über die nachzudenken sich lohnt, aber dafür ist hier nicht der Ort. Für unser Thema ist wichtig, die ökologische Krise ist das sichtbarste Indiz dafür, dass der historische Kontext für den Konservatismus sich im 21. Jahrhundert grundlegend verändert hat. Die Erfahrung der Ambivalenz der Moderne, die wir nun alle gemacht haben und ständig machen, gibt ihm, dem Konservatismus, die Chance, sich neu zu begreifen, sich
auf das Ganze unserer menschheitsgeschichtlichen Befindlichkeit zu beziehen, die alten Bindungen an Partikularinteressen sind irrelevant geworden. Der Konservatismus kann sich in der Welt des 21. Jahrhunderts neu verorten. Sein Thema lässt sich in der neuen Weltkonstellation so umschreiben. Fixiert auf die Zerstörung der Natur um uns her, eben der Umwelt, haben wir bisher nicht wirklich wahrgenommen, dass die Ambivalenz des Fortschritts auch uns selbst betrifft. Die Doppelgesichtigkeit der Moderne dekoriert sich auch und wohl am folgenreichsten in dem, was die Moderne aus uns, aus den Menschen macht. Doppelgesichtigkeit lässt sich aus dieser Perspektive so übersetzen: die Verbesserung der Bedingungen humaner Existenz und ihre Gefährdung liegen im unablässigen Bewegungsdrang unserer Zivilisation ganz nah beieinander. Diese Nähe ist das eigentliche Thema eines zeitgemäßen Konservatismus. Eines Konservatismus, der nicht mehr an Partikularinteressen gebunden ist, sondern die Selbstbehauptung des Menschen in der von ihm entfesselten Veränderung im Blick hat. Dass ein solcher existenzieller Konservatismus, wie man ihn vielleicht nennen könnte, als Gegenkraft gegen die unverändert atemberaubende Dynamik der Moderne überlebenswichtig ist, ist in den letzten Jahrzehnten für den, der sehen will, unübersehbar geworden. Worum muss es diesem existenziellen Konservatismus in der Welt des 21. Jahrhunderts gehen? Ein Blick auf drei Leitideen der Moderne mag das verdeutlichen. Die Zivilisation der europäischen Moderne ist eine Zivilisation der Rationalität, der Individualität und der Egalität, von der auch wieder Zwiegesichtigkeit dieser drei Leitideen soll im Folgenden die Rede sein. Rationalität bedeutet, wir leben in einer Zivilisation, die den Zweifel zum Prinzip erhoben hat. Das macht ihre Stärke aus. Der Zweifel ist der Grund ihrer verändernden Kraft. Aber mit dem zum Prinzip erhobenen Zweifel dauerhaft zu leben, ist auch eine außerordentliche Herausforderung, bei der ungewiss ist, wie lange wir sie bestehen können. Jeder Geltungsanspruch normativer und faktischer Art muss vor den Richtstuhl der Vernunft treten und sich vor ihm behaupten. Und das nicht nur einmal, sondern immer wieder. Menschen haben in ihrem Zusammenleben aber einen großen Bedarf an verlässlichen Geltungen sowohl normativer als auch faktischer Art, an Geltungskonsensen, um es etwas knapper auszudrücken. Kann Vernunft so viel konsensuale Geltung stiften, wie wir brauchen? Das ist ungewiss, wahrscheinlich unwahrscheinlich. Dem Prinzip des Zweifels korrespondiert das Gegenprinzip: Gewissheiten, zumindest zeitweilige, kann in unserer auf Rationalität gegründeten Zivilisation einzig die Wissenschaft liefern, die methodisch vorgehende, kontrollierte Erkundung der beobachtbaren Welt. Wissenschaft aber hat auch Teil an der Ambivalenz des Fortschritts. Sie hat etwa die Abwertung aller nichtwissenschaftlichen Wissens- und Überzeugungsbestände zur Folge, des Erfahrungswissens von Eltern und Lehrern, die Kinder großziehen, um ein Alltagsbeispiel zu nennen. Können wir diese Bestände wirklich entbehren? Noch problematischer wird der Status der Wissenschaft als letzter Autorität da, wo aus Wissen Können folgt.
und aus Können fast unvermeidlich tun. Ich will diese problematische Sequenz wiederum nur mit einem Beispiel illustrieren, freilich dem aus meiner Sicht dramatischsten. Die Wissenschaft hat uns in den letzten beiden Jahrzehnten die Möglichkeit zu gezielten Eingriffen in das menschliche Genom eröffnet. Und sie entwickelt die eben gewonnene Fähigkeit in rasender Geschwindigkeit weiter. Aus jeder neuen Erkenntnis folgt ein neues Können. Und jedes neue Können mündet eher über kurz als über lang in die Forderung, nun auch zu tun, was wir tun können. Inzwischen sind auch Eingriffe in die Keimbahn kein Tabu mehr, wie etwa jüngste Stellungnahmen der Leopoldina, also der Deutschen Akademie der Wissenschaften, oder der American Academy, National Academy of Sciences zeigen. Immer steht als Türöffner für den jeweils nächsten Schritt das Argument zur Verfügung, man kämpfe ja gegen Krankheiten. Die synthetische Biologie, um ein zweites einschlägiges Stichwort zu nennen, ist in ähnlichem Tempo auf dem Weg. Was daraus folgt, dass der Mensch nach seinem Gutdünken zum Schöpfer des Menschen wird, wissen wir noch nicht. Dass er dauerhaft verantwortlich mit dieser Macht umgehen wird, muss man bezweifeln. Der Fantasie ist es ein leichtes, eine Fülle anderer durch die Wissenschaft eröffneter Möglichkeiten zukünftigen Handelns zu ersinnen, für die das ebenso gilt. Dass die Wissensrevolution dem Menschen eine Macht über sich selbst und die Natur gibt, die ihn möglicherweise überfordert, ist aber nur eine Seite der Ambivalenz dieser Revolution. Die andere: die Hervorbringungen der Wissensrevolution haben auch das Potenzial, den Menschen in eine entmündigende Abhängigkeit von sich zu bringen, sie sich untertan zu machen. In einer scheinbar sanften Form führen uns das die neuen, durch das Internet ermöglichten Formen der Kommunikation vor Augen. Das Internet hat, das kann man jetzt schon sagen, die Kraft, sich die Menschen zu unterwerfen. Sie verfallen ihm. Was das für die Persönlichkeitsentwicklung bedeutet, können wir nur ahnen. Einen Schritt tiefer noch in die Problemzonen der Ambivalenz der Wissensrevolution hinein führt das Stichwort künstliche Intelligenz. Ob wir Herren der künstlichen Intelligenz bleiben werden oder ob die von uns geschaffene Welt sich im Medium künstlicher Intelligenz von uns emanzipiert, ist unter Fachleuten heute schon umstritten. Dass künstliche Intelligenz das Potenzial hat, sich von einem bestimmten Punkt an ohne unser Zutun weiterzuentwickeln, wird von allen Fachkennern angenommen. Individualität lautete das zweite meiner drei Stichworte. Wiederum gilt, die Entdeckung und Intronisierung des autonomen Individuums in der europäischen Neuzeit hat weite Freiheitsräume eröffnet, gipfelnd in der Proklamation der Menschenrechte. Allerdings kostete auch sie, die Intronisierung des autonomen Individuums, ihren Preis. Das Ich wird auf sich selbst fixiert. In dieser Fixierung findet der moderne Mensch sein Selbstverständnis. Die Regeln des Miteinander haben lediglich die Aufgabe, das gleiche Recht, ein solches auf sich selbst fixiertes Subjekt zu sein, für jedermann zu sichern. Aber verlangt, fragt der Konservative, das menschliche Miteinander nicht mehr? Der Mensch ist seiner Natur nach darauf angelegt und darauf angewiesen, Mensch unter Menschen zu sein. Er kann Mensch nur werden und sein in der Gemeinschaft und durch die Gemeinschaft mit anderen. Wie verträgt sich ein kulturelles Paradigma der Fixierung des Ichs auf sich selbst mit der Notwendigkeit,
Normen und Verhaltensdispositionen zu bewahren, immer wieder zu erneuern, die ein verlässliches Miteinander möglich machen. Man könnte diese Frage für viele Spannungszonen moderner Gesellschaften durchdeklinieren. Ich greife auch hier, und das in aller Kürze, nur eine dieser Spannungszonen heraus, aus der Mitte des Lebens. Ein Beispiel ist die Familie. Sie beruht auf der Fähigkeit und Bereitschaft, verlässliche Bindungen also, die auch Belastungen standhalten, einzugehen. Das Abnehmen dieser Bereitschaft und Fähigkeit ist an den Scheidungsstatistiken abzulehnen. Dramatischer noch tritt uns die Fixierung des Ichs auf sich selbst in unserem Umgang mit Kindern entgegen. Unsere Gesellschaft bietet keinen gesicherten Raum für das Kind und die Kindheit. Die wachsende Zahl derer, in deren Lebensplanung für Kinder kein Platz ist, die scheinbar entgegengesetzte Überzeugung, es gebe ein Recht auf ein Kind, das auf nahezu jede Weise durchgesetzt werden dürfe, bis hin zur Leihmutterschaft, die große Schar der Kinder, die ohne Geschwister aufwachsen, weil die Eltern sich so entschieden haben, die Alleinerziehenden, die alleinerziehen nicht, weil ein Schicksalsschlag es so gefügt hat, sondern weil sie es so wollen, schließlich auch die Abtreibungen in großer Zahl. Letztlich haben wir es immer damit zu tun, dass das Verhältnis zu Kindern, der Umgang mit Kindern von den Bedürfnissen und Wünschen der Erwachsenen, ihres auf sich selbst fixierten Ichs bestimmt wird. Die Frage, was Kinder brauchen, ist bestenfalls sekundär. Übrigens kommen Kinder im individualistischen Paradigma paradoxerweise auch gerade da zu kurz, wo man sie ihren eigenen Individualismus ausleben lässt. Das heißt, Erziehung nicht stattfindet. Vor den vielen ambivalenten Auswirkungen dieses individualistischen Paradigmas der Moderne will ich beispielhaft auf eine zweite jedenfalls noch verweisen. Freiheitliche Ordnungen der Moderne statten das Individuum mit immer mehr Rechten aus, das heißt Ansprüchen, die mit Hilfe des Staates durchsetzbar sind. Als Subjekte solcher Rechte sind wir es zufrieden. Als Betroffene, dem jeweils in Anspruch genommenen Kollektiv zugehörig, spüren wir zunehmend, wenn auch undeutlich, dass sich hier immer mehr eine problematische Asymmetrie herausbildet. Die Belange des Einzelnen, dem Rechte zugesprochen werden, und die Belange der Vielen, die in Pflicht genommen werden, wann immer den Rechten Betroffenheiten gegenüberstehen, geraten aus dem Gleichgewicht. Das dritte Stichwort schließlich, Egalität. Die Französische Revolution ist mit dem Kampfruf Egalité gegen die Ungleichheitsordnungen des Ancien Regime angetreten. Aber das war nur der historische Ausgangspunkt jener Gleichheitsrevolution, die Tocqueville dann als die alles beherrschende Antriebskraft der Moderne deutete. Gleichheit als ein die Politik verpflichtender Wert von inzwischen überragender Bedeutung tritt uns vor allem in zwei Geboten des politischen Handelns entgegen. Als Gebot rechtlicher Gleichbehandlung des Gleichen und als Gebot faktische Ungleichheit mit den Mitteln der Politik in faktische Gleichheit zu verwandeln. Beide Gebote sind alles andere als normativ eindeutig. Das Gerechtigkeitsgebot, Gleiches gleich zu behandeln, impliziert das Gerechtigkeitsgebot, Ungleiches nicht gleich zu behandeln. Wirft also die Frage auf, wo haben wir es mit gleichen Sachverhalten und wo mit ungleichen zu tun? Die Ehe für alle ist das aktuellste Beispiel dafür, dass der moralische Furor, mit dem die Gleichheitsrevolution auftritt, uns zunehmend der Fähigkeit beraubt,
selbst elementare Ungleichheiten noch als solche wahrzunehmen. Das Gebot, faktische Gleichheit herzustellen, stößt, wenn man nicht die unsinnige Unterstellung macht, dass jede, wirklich jede Ungleichheit illegitim sei, auf die Frage, welche Ungleichheiten einzuebnen seien und welche einen vernünftigen, zu respektierenden Grund haben. Dazu auf die Folgefrage, welcher Mittel sich die Politik bei der Einebnung von Ungleichheiten bedienen darf, wo die faktischen und normativen Grenzen, die eine Politik der Umgestaltung der Gesellschaft nach eigenem Bilde zu respektieren habe, eigentlich liegen. Die Bedeutung dieser Frage, dieser letzten Frage, wird uns klar, wenn wir uns daran erinnern, dass einer der beiden großen Totalitarismen des 20. Jahrhunderts vom Ideal der Gleichheit inspiriert war. Wir haben es also mit einer Situation zu tun, in der der Revolutionsruf Egalité jene Eindeutigkeit längst verloren hat, die er 1789 besaß. Er lässt sich nicht, dieser Ruf, in einem ewigen Imperativ mehr Gleichheit fortschreiben. Abwägung ist geboten. Das Abwägen aber ist empfindlich gestört, weil es in modernen Gesellschaften so etwas wie eine a priorische Vermutung gibt, dass Gleichheitsforderungen grundsätzlich legitim seien. Das ist angesichts vielfältig fortbestehender faktischer Ungleichheiten problematischer Art nicht überraschend. Aber es bleibt doch festzuhalten, die a priorische Vermutung zugunsten von Gleichheitsforderungen erzeugt eine folgenreiche argumentative Schieflage. Sie wirkt sich etwa immer mehr dahingehend aus, dass schon das Reden über bestimmte Ungleichheiten tabuisiert wird. Worüber nicht geredet werden darf, das kann am Ende auch nicht mehr gedacht werden. Wir haben alle Alltagserfahrung mit diesem Prozess. Man kann Fremdes kaum noch fremd nennen, ohne der Fremdenfeindlichkeit bezichtigt zu werden. Man kann Unterschiede zwischen Mann und Frau kaum noch zur Sprache bringen, ohne des Sexismus bezichtigt zu werden. Über Ungleichheiten der Begabung darf man wohl noch reden, aber die Schulpolitik will sie nicht wahrhaben und macht den Schulen auf vielfältige Weise zur Pflicht, sie zu ignorieren. Man mag gegen die These, die Tocquevillesche These von der Unwiderstehlichkeit der Gleichheitsrevolution der Moderne einwenden, wir würden doch gerade Zeuge vielfältiger, stärker Gegenbewegungen, die die Anerkennung von Diversität fordern und durchsetzen. Die Aussage trifft zu. Aber sie ist kein Einwand. Viele dieser Ansprüche auf Anerkennung sind im Kern nichts anderes als Gleichheitsforderungen. Die Forderung, die Besonderheit einer bestimmten Gruppe anzuerkennen, ist oft die Forderung nach gleichen Rechten für diese Gruppe. Das ist etwa bei all den Gruppen, die die Anerkennung ihrer geschlechtlichen Besonderheiten einklagen, ganz offensichtlich. Bei anderen, etwa politisch-separatistischen Bewegungen, Katalonien, Schottland, haben wir es eher mit einer, wenn man so will, konservativen Reaktion auf Zentralisierungs- und das heißt Egalisierungsdynamiken zu tun. Aber auch diese Reaktion bestätigt die Macht eben jener Kräfte, gegen die sie sich wendet. Auch der Universalismus der Moderne kann als eine Dimension jener Tocquevillschen Revolution, die alle Unterschiede einebnet, verstanden werden. Dieser Universalismus beschränkt sich ja nicht auf die Proklamation von Rechten, die allen Menschen zustehen, und Solidaritätspflichten, die jeder jedem schuldet. Er betrachtet alles, was zwischen Mensch und Menschheit steht, alle gruppenspezifischen Besonderheiten mit Misstrauen,
ganz besonders die Nation. Er übersieht dabei das elementare, in der Natur des Menschen begründete Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Zugehörigkeit gibt es nur in partikularen Gemeinschaften, etwas anders formuliert, innerhalb von Grenzen. Man mag dem Argumentationsgang bis hierher ohne Widerspruch gefolgt sein oder auch nicht. So oder so bleibt eine Frage zu beantworten. Wer von den Ambivalenzen der Moderne, von der Doppelgesichtigkeit des Fortschritts spricht, gibt zu verstehen, dass er einigermaßen verlässliche Kriterien der Unterscheidung zwischen den dem Menschen bekömmlichen und den ihn schädigenden Wirkungen jener gewaltigen Dynamik unaufhörlich fortschreitender Veränderung, die wir Moderne nennen, zur Hand zu haben glaubt. Hat das der Konservatismus? Über jeden Zweifel erhabene Gründe gibt es in der Welt der Moderne nicht. Für sie ist, wie ich gesagt habe, der Zweifel konstitutiv. Aber Gründe, die es dem Zweifel schwer machen, die gibt es und um die geht es. Ihre Bewährungsprobe ist der Diskurs. Es war bereits davon die Rede, wir haben inzwischen begriffen, dass wir uns um unsere Umwelt Sorgen machen müssen. Aber wir verstehen offenbar noch nicht, dass die Ambivalenz der Moderne auch und vor allem uns selbst bedroht. In Sachen Umwelt setzen wir der Zerstörung das Konzept der Nachhaltigkeit entgegen und meinen damit einen sicheren Kompass gefunden zu haben. Was uns selber angeht, sind wir ratlos. Gibt es so etwas wie Nachhaltigkeit für den Menschen? Ein anthropologisches Konzept der Nachhaltigkeit? Können wir wissen, was dem Menschen, um diese schlichte Begrifflichkeit noch einmal aufzugreifen, bekömmlich ist und was ihn beschädigt? Die konservative Antwort lautet ja. Unsere Erfahrung mit uns selbst, wenn wir sie denn ernsthaft bedenken, ist eine überaus ergiebige Quelle für die Erkenntnis der Natur des Menschen. Wir haben keinerlei Anlass zu der Vermutung, dass andere Menschen ganz andere Wesen seien als wir selbst. Damit will ich nicht sagen, dass die Natur des Menschen unveränderlich sei. Es gibt, wenn wir in Jahrzehntausenden denken, die Evolution. Und es gibt, wenn wir in Jahrtausenden und Jahrhunderten denken, unterschiedliche kulturelle Prägungen dessen, was wir die Natur des Menschen nennen. Aber das heißt nicht, dass unsere Erfahrung mit uns selbst in dem historisch-kulturellen Kontext, in den wir hineingeboren sind, nichts Wesentliches über das Wesen des Menschen sagt und uns mithin auch befähigt, in einer bestimmten geschichtlichen Konstellation zwischen dem, was dem Menschen gut tut, und dem, was ihn beschädigt, zu unterscheiden. Wir müssen freilich den Mut haben, Unterscheidungen zu treffen. Konservativ sein, habe ich eingangs gesagt, heiße wissen, dass das Projekt der Moderne einen Preis kostet. Jetzt habe ich hinzugefügt, wir können uns Klarheit darüber verschaffen, wann dieser Preis zu hoch wird, indem wir fragen, was der Prozess der Moderne dem Menschen antut. Der Konservative warnt vor der Überschreitung der Grenze, die damit bezeichnet ist. Konservatismus lässt sich so gesehen als Versuch verstehen, die Moderne vor sich selbst zu retten. Der Konservatismus ist überzeugt davon, dass die Moderne auf eine stets labile Balance zwischen Kräften der Bewegung und Kräften der Beharrung angewiesen ist, wenn sie nicht an sich selbst scheitern soll.
Auf einen so verstandenen Konservatismus mag zwar immer noch die Feststellung zutreffen, mit der der große Liberale Friedrich von Hayek die Überlegenheit des Liberalismus über den Konservatismus begründen wollte. Es sei das Schicksal des Konservatismus, auf einem nicht selbst gewählten Weg immer nur mitgeschleppt zu werden. Das mag so sein. Aber diese Feststellung ist kein Einwand mehr. Denn der Konservatismus, wenn er dann irgendetwas bewirkt, bestimmt den Weg, auf dem er mitgeschleppt wird, ja doch mit. Und genau darin liegt seine historische Aufgabe. Vom Konservatismus ist oft gesagt worden, er sei eher eine Haltung als ein politisches Programm. Michael Oakeshott, einer der wichtigen konservativen Denker des vergangenen Jahrhunderts, hat diese Haltung so beschrieben, ich zitiere, das Vertraute dem Unbekannten vorziehen, das Erprobte dem Unerprobten, das faktisch Gegebene dem Verborgenen, das Nächstliegende dem Entfernten, das Reale dem Möglichen, das Begrenzte dem Unbegrenzten, das Maß dem Überfluss, das Brauchbare dem Vollkommenen und die Fröhlichkeit einem utopischen Glück. Ihre ganze Aussagekraft gewinnt Oakeshotts Formel erst, wenn sie in einen historischen Zusammenhang gestellt wird. Erst durch die historische Verortung in einem zivilisatorischen Prozess, dessen Dynamik ein selbstzerstörerisches Potenzial birgt, erschließt sich der volle Sinn einer so beschriebenen Haltung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.